Locke den Arcano aus. Es klingt immer noch komisch, dass der im Englischen Unagi heißt und im Deutschen Kano, aber was soll's. Hey, ich will die. Komm! Wenn ich schon dahin muss, dann will ich jetzt wenigstens mit Stil dahin. Versteht ihr? Mit Stil, weil ich bin. Ja. Da muss man jetzt Englisch können und wortspielaffin sein, um das zu verstehen. Ah. Na, es wird sowieso vorher aufhören, der Effekt wird sich da. Dann lass mich wenigstens mit der Koopa-Shell dahin. Ey, komm, noch einmal von der Muschel erwischt, wenn mein größter Traum. Ja, danke. Nein, okay, ich höre auf. Ich höre schon auf. Lange, lange habe ich es vor mir hingeschoben, ne? Aber jetzt ist es soweit. Und jetzt muss ich diese Arme machen. Ich meine, ich dramatisiere es natürlich auch ein bisschen über. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da mega Schiss war, aber. Es gibt Leute, die haben da Angst vor und ich wollte das ein bisschen parodieren auch zum Teil. Guckt euch das Face an. Guckt euch dieses Face an. Okay, ich hab jetzt doch Angst. Ich hab doch Angst. Ich nehm alles zurück. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding auf einmal auf mich zukommt, so extrem, ey. Mamma mia. Und das Maul noch so aufreißt. Alter, das könnt ihr doch nicht machen, ey. Ich hab Herzprobleme. Nein, hab ich nicht. Boah, Gott. Befürchtungen, die eigentlich bloß ein bisschen heruntergespielt wurden, nach dem Motto, ich hab doch keine Angst, sind dann doch Realität geworden. Dann will ich jetzt doch mit der Koopa Shell. Koopa Shell beschützt mich. Ja. Toll, wenigstens sieht man meinen Schuh noch durch die Muschel. Es ist wirklich so, ne? Zur Feier des 100. Sterns begebe ich mich dahin. Wo ist denn das jetzt? Da ist das noch, glaube ich. Alter! Sieht das wenigstens von der Seite nicht ganz so schlimm aus? Ich versuche mal jetzt die Seite dahin zu gucken. Moment, das ist ein Stein, das ist gar nicht der Ort, wo er ist. Ach, da unten ist er, okay. Okay, Alter, ey. Junge, bleib weg von mir. So, wie funktioniert das jetzt? Ich muss den ja irgendwie auslassen, ey. Ja, okay, bleib weg. Irgendwann kommt er raus. Wow. Ist er draußen? Er ist draußen und ich bin tot. Ich hab so wenig auf meine Energie geachtet. Jetzt geht sie bestimmt wieder zu in dem Moment. Ich krieg den nicht mehr auf. Ich konnte sie nicht mal sammeln. Was war das denn? Ja, komm, lass mich mal hoch. Ich finde es immer noch total komisch, dass ich Energie dadurch bekomme, dass ich wieder auftauche, obwohl ich ja an sich Schmerzen habe. Aber nein, wenn Mario auftaucht, dann zählt das so wie Sauerstoff und ich fühle mich wieder auf. Na gut. So, wie mache ich das jetzt? Ich muss mich erstmal umsehen. Wo kriege ich denn hier Münzen oder Energie? Ich könnte natürlich auch einfach auftauchen. Das ist so simpel, wie es klingt. Ey! Wieder so ein Maul Richtung Kamera. So, ich werde jetzt einfach jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, wieder auftauchen. Damit ich nicht meine Energie einfach so verschwinde. Okay. 101 Dalmatiner haben wir nicht, sondern 101 Aale. Oh, guck mal, die Draufansicht sieht aber auch schön aus. Schön. Ich will ein gutes Thumbnail noch haben. Ich hoffe, man kriegt ein gutes Thumbnail hierfür raus. So. Kommst du jetzt schon raus? Das wäre perfekt, oder? Ja. Ich habe noch genug Energie, dass ich das schaffen müsste. Perfekt. Na also. Nee, eigentlich, um es lustig zu machen, ich will mir den nochmal in Gänze angucken. Komm. Schauen wir ihn uns nochmal an, ey. Und zwar bitte von vorne. Ich weiß, ich ziehe es jetzt so ein bisschen in die Länge und riskiere auch noch mein Leben zu verlieren, aber ist mir egal. Ach, ich hab gedacht, der schwimmt jetzt in die andere Seite. Nee, ich schwimme nochmal extra hoch. Tut mir leid, es ist das Finale der Piratenbuchtwelt und es ist ein heftiges Finale und ich will das nochmal ein bisschen genießen. Auch wenn ich gerade gegen das Boot schwimme hier. Ich riskiere es gerade echt, ne? Dass ich noch irgendeinen blöden Scheiß mache und sterbe, ist mir scheiße, ne? Ich ziehe das jetzt in die Länge, weil das ist eine geile Mission. Und ich will ihn nochmal ein bisschen länger betrachten, den Aal. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Ich hasse ja jetzt einen Jumpscare gemacht. Wo ist er? Hä? Sag mal. Ich höre doch irgendwas langschwimmen. Ich sehe ihn. Hä? Der ist schon wieder da drin?
Komm, komm, greif mich einmal noch an. Greif mich einmal noch an, komm. Und das frontal, bitte. Jo. Ich nehme jetzt einfach den Stern, das ist gut. Ey, ich bin so doof, ne? Ich bin so doof, dass ich da nicht mit rechne, dass es zweimal treffen wird. Ja, ich schneid's ja jetzt. Oh Gott! Oh nein, er ist auf der anderen Seite! Oh Gott, das ist jetzt immer zu knapp, ey. Na gut, es passt. Und unter Unagi. Unter Unagi, während er sich zurück in seine Höhle begibt, haben wir es geschafft. Das ist der einzige Grund, warum ich nochmal extra Game Over gegangen bin, damit ich nochmal ein schönes Bild hatte, wie Unagi zurückkehrt und ich währenddessen den Stern hole. Ja, das ist eine super Ausrede und ich habe mich einfach nur komplett vergessen, dass er mich zweimal hintereinander schnell angreifen kann und ich deswegen noch meine Restenergie verloren habe. Warum renne ich hoch? Ich möchte die Schneewelt zu Ende bringen. Was ist denn hier nochmal zu tun? Ah, ich weiß was. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß bloß noch nicht, wie das geht. Aber was grob die Mission ist, weiß ich. Das ist das mit dem Schneemann. Ja, baue einen Schneemann. Das würde ich ja gerne machen. Die Frage ist nur, wie? Ich muss einfach wieder dahin kommen. Gut, da ich mich hier wahrscheinlich wieder ein bisschen umsehen muss, wird es hier sicherlich Schritte geben. Verzeiht mir. Aber guck mal, da ist er zumindest schon mal. Das kann ich jetzt zeigen, wie ich ihn finde. Ich muss nur rausfinden, was ich tun muss. Was war denn jetzt hier im Einzelnen? Genau. Tief ein einschattlicher Körper. Das hatten wir schon mal gelesen, aber ich mache es jetzt, da wir die Mission gerade haben, gerne nochmal. Ja, ich weiß nur nicht, wo er ist. Und das wird das Problem werden. Ich springe mal runter gerade. Bitte was? Hier ist auch so eine Art Wind? Komisch. Das kannte ich noch gar nicht. Oder habe ich das gerade wieder aus Versehen mit irgendeiner Tastenkombi gemacht? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich noch diesen Lift benutzt, was mir gerade aufgefallen ist. Und ich möchte jetzt mit dieser Bob-Omb-Thema sprechen. Und die Kanone aktivieren. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt noch für die Mission, aber ich mach's einfach mal. Ja, ich mach die Kanone rein. Juhu. Und die sind nämlich da unten. Und was soll ich da großartig erreichen? Keine Ahnung, ich hab's jetzt jedenfalls aktiviert, ruhig. Und da ist wenigstens, da ist noch ein Schild zu lesen, was auch nicht gerade verkehrt ist. Achtung, starke Bühne, es könnte doch eine auf. Schwer. Also ist das tatsächlich beabsichtigt? Oh, der Lift kommt zurück. Nein, ich will nicht mit dir reden, ich will auf den Lift. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ey, ich weiß gerade nicht, was passiert ist, aber ich bin noch irgendwie noch am Leben. Na, dann geben wir erstmal die Kanone. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie mir das helfen soll, die Schneemann-Mission zu erfüllen, aber... Warte mal. Aha. Und du? Was ist hier? Ja, das ist... Ey. Da bin ich doch mal nur da unten, wo dieser... Das bringt mir doch gar nichts, oder? Ja. Das bringt mir mal genau null, denn hier war ich schon und das ist nicht das, was ich gerade tun muss. Schlecht! Was heißt das? Es ist sinnlos, hier zu sein. Ja, und ich falle runter auch noch. Ich hätte mich zwar theoretisch zurückschießen können, was soll's. Gut, also ich muss mich weiterhin auf die Suche machen. Ich versuch's mal noch ohne Internet rauszufinden, was zu tun ist, auch wenn ich nicht glaube, dass ich das schaffe. Aber ich gebe mein Bestes. Okay, Leute, ich bin ganz ehrlich, ich habe es tatsächlich nicht selbst gefunden. Ich bin nicht drauf gekommen, dass man hier am Anfang des Pinguin-Gewehrs noch ein bisschen weiter nach links kann. Ich habe das nie gesehen. Und da ist hier der Körper. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der noch am Körper sitzt? Unten? Okay, los. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Okay, ich muss hinterher. Also was jetzt zu tun ist, weiß ich zum Glück nicht. Ich habe nur geguckt, wo man weiter muss. Oh Gott, ey, das ist... Also, dass hier so ein Schneeball geformt wird und der irgendwo hinrollt, habe ich mir schon fast gedacht, aber... Ganz oben zu gucken, wo das Pinguin-Kick ist, habe ich dann nicht gemacht. Und das ist jetzt irgendwie kein bisschen gefährlich. Oh Gott, da kommt ein riesiger Teil auf mich zu hier. Ja, toll! Soll das da jetzt abhanden rollen? Ich hätte es wahrscheinlich nicht vom Coaster bringen sollen, oder? Na gut. Kann ich das jetzt nochmal machen, wenigstens, wenn ich mich nach oben teleportiere?
Okay, Leute. Die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, das Ding ist wieder da. Die schlechte Nachricht ist, das ist nicht mein zweiter Versuch. Ich hab's nicht rausgefunden, wie ich das Ding da zum Stehen bringe. Ich hab gedacht, ich muss da einfach nicht in der Rollbahn drinchen und alles passt, aber nein, in Wahrheit rollt das Ding genau dorthin, wo ich stehe. Das heißt, ich muss mich ungefähr hier positionieren vor dem Ding, anstatt jetzt daneben zu warten. Ich bin nicht drauf gekommen. Wie soll ich auch wissen, dass das Ding so einen eigenen Willen hat und mir folgt, genau, Schritt für Schritt? Boah, welch Komfortanz und ich bin so glücklich. Hier, nimm den Stern, ich hoffe, er bringt dir Glück. Und ich schaue dir gerade perspektivisch dahin, wo ich nicht hingucken will. Oh, jetzt sieht das schön aus eigentlich. Ja, also ich habe probiert, wie gesagt, das Ding durchrollen zu lassen. Ich habe probiert, mich dann doch dahin zu stellen und irgendwie dagegen zu springen, dass das Teil an der Teil ist. Es hat nichts geholfen. Ich wusste nicht, dass man das Ding dahin lenken muss, indem man sich dahin stellt. Nun gut, ein doch recht unrühmliches Ende der Schneebel. Das hat jetzt auch ziemlich lange gedauert, leider. Aber naja, trotzdem ganz okay, würde ich sagen.